Zufall vom Club Wien Gewinnspiel, das ist auf Instagram gewesen, da habe ich nämlich ein Fantreffen verlost und ja, sie hat gewonnen und sie ist dabei mit ihren Kindern, die sind da hinten und spielen schon. Wir verbringen heute den Tag nämlich im Picard-Museum hier in Wien und werden es richtig gut gehen lassen und Spaß haben, mit den Kindern herumspielen, ein paar coole Fotos machen. Und ja, weißt du nicht, bist du nervös? Ja. Nein, ich weiß ja nicht, oder? Wer weiß vielleicht. Nein, auf jeden Fall, wir werden euch heute mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und Anregung, wie es vom Bau schon könnt, wie man sich dazu stellen kann. Ihr stellt sich natürlich dazu, wie ihr wollt. Das Wichtige sind die Fotopoints am Boden. Die haben immer einen Pfeil drauf. Der Pfeil zeigt immer zu dem Bild, zu dem er dazugehört, der Fotopoint. Aha. Jetzt steht der Fotograf drauf. Aha. Je nach Winkeleinstellung von der Kamera kann es sein, dass ihr ein bisschen zurückgehen müsst, aber nicht seitwärts abweichen. Wie zum Beispiel das Krokodil, das wird im Liegen fotografiert, im Nachhinein wird es dann gedreht, damit es wirkt. Okay, finde ich. Wenn man sich zu den Motiven dazu stellt, nicht ganz an der Wand kleben wie die Bilder selber, sondern man präsentiert sich immer vor Motiv mit einem Raum und interagiert mit dem Motiv. Das ist ja mega. Ah ja, so macht man das. Oder wie macht man dieses Foto? Da ist der Punkt. Also da ist der Punkt. Okay, das heißt, man muss da stehen. Das ist für das, oder? Ja. Da musst du auch mal Fotos machen. So, oder wie? Voll krass. Aber machen wir gleich, oder? Ah ja, stimmt. Ah. Also so geht das hier. Cool. Wer hat Bock, das zu machen? Michael, da musst du gucken, wie das geht. Ja, ja, quasi. Michelle, komm her. Schon da? Okay. Gut, drauf geht's. Schau, die Luisa hat sich schon angefreundet. Normalerweise ist Luisa mega schüchtern. Die lässt sich da nicht angreifen. Von Fremden, Kindern, Erwachsenen gar nichts. Ja? Schau, Skia gibt's auch. Mega cool. Das ist ja cool. Ja, schau, da kann man schauen. Ja, guck mal. Ja? Schau mal, was die Michelle macht. Wenn der Papa das sieht. Zeig mal, Lara. Skifahren. Komm, Lara, wie geht das? Ja! Warte, ich mach dir ein Foto, Lara, okay? Warte kurz. Was ist das denn? Ah, das ist so wie... Wie hat das Soccer Game geheißen? Du musst in diese Richtung kämpfen. Ja, warte. Michelle, komm. Alles klar. Okay, was... Die Luisa denkt sich so, was macht ihr hier? Lara, was machen? Nicht so nah hingehen, hat sie gesagt, oder? Was macht sie? Was machen die denn da? Was machen die? Oh, oh, Michelle. Das ist so cool hier. Die Kinder haben so einen Spaß. Also die rennen die ganze Zeit, sitzen sie alle am Einhorn. So würde es ausschauen, wenn wir 5 Mädels hätten. Ich müsste noch 2 machen, oder du gibst mir deine. Ich versuche jetzt gerade die Gewinnerin, also die liebe Jenny, mit ihren Kindern. Weil sie würden auch farblich, würden sie zu meinen Kindern passen, vom Blond her. Voll schön. Soll ich ein Foto von euch machen? Ja! So, mach dir mal ein Horn, Cheesy! Alles klar. Ja. Also setz dich ein bisschen vor dem Plastik. Was? Setz dich vor dem Plastik, weil hinter dir ist Plastik. So? Ja. Mega coole Motive. Wir machen die ganze Zeit so echt coole Fotos. Da musst du den Kopf reinstecken, Michelle. Naja. Wow, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wow, mega. So, warte jetzt kurz. Ich mach schnell ein Foto. Luisa, da bleiben. Luisa, komm her. Boah, das sieht ja mega cool aus. Luisa!
Sag mal, Lisa, ich muss doch kurz ein Foto machen. Das sieht ja mega cool aus. Das macht auf jeden Fall Spaß, so was reinzustecken. Du hattest eine coole Idee mit dem so, gell? Das ist richtig cool. Ist das cool, Lara? Das ist mehr Jungfrau. Chillst du? Chill your life. Das ist echt cool aus. Hilfst du der Luisa? Oh, wie cool. Bitte, wie cool schaut das aus? Was ist denn da? Achso, aber bei der Lara sieht sie voll seltsam aus, oder? Okay. Frosch. ja, gut, die Lara ist ein ganzer Fleck. Lara, was machst du? Wer war denn das? Mega. Lara, geh mal mit der Luisa da ganz oben, wo es blau ist. Lara, zieh mal die Luisa rüber, wo es blau ist. Lara, geh ganz rauf, geh ganz rauf. Rauf, 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 rauf. Ja? Ja, komm. Ja, und jetzt? Lara, was macht... Michelle, schau, die Lara schwimmt. Alles klar. Du musst dich hochheben, oder? Sorry, aber die Lara schwimmt. Das ist auch gerade wichtiger. Okay, und jetzt? Sein Team, Luisa. Na, der Affe zu dir. So, meine Lieben, ich sitze aktuell gerade am Schnitt dieses Videos und da ist mir doch glatt aufgefallen, dass ich noch gar nichts Tschüss gesagt habe. By the way, ja, wir waren nämlich noch anschließend einen Kaffee trinken, so ganz privat, haben uns ein bisschen unterhalten, die Kinder haben ein bisschen Spaß miteinander gehabt, die haben sich super gut angefreundet, weil es hat gepasst, vom Alter her auch. Und es war wirklich ganz, ein ganz, ganz netter Nachmittag, vor allem im 3D-Picard-Museum haben wir so einen Spaß gehabt. Wenn ihr aus Wien oder Umgebung seid, dann kann ich euch empfehlen, schaut da mal vorbei. Es ist so lustig, egal ob man groß oder klein ist. Mega lustig. Ja, und das Ganze natürlich mit einer Vorteils-Club-Karte von der Stadt Wien, also von Club Wien, kann ich euch wirklich empfehlen, holt euch so eine Karte, die ist kostenlos und mit der habt ihr wirklich sehr, sehr viele Attraktionen rund um Wien, egal ob es jetzt so Freizeitaktivitäten, wie wir diese jetzt genossen haben, oder auch Genuss oder auch alles Mögliche. Also schaut aber unbedingt vorbei. In der Infobox ist der Link zu der Karte, wie ihr so eine Karte holen könnt. Und ihr könnt euch auch zum Newsletter anmelden, weil es gibt nämlich immer ganz, ganz viele Gewinnspiele auch. Da könnt ihr coole Sachen gewinnen. Also unbedingt vorbeischauen in der Infobox und holt euch so eine Karte. Dann habt ihr ja auf jeden Fall sehr gute Angebote rund um Wien, wie schon erwähnt. Und ja, ich verabschiede mich hiermit von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.